Hey YouTube, willkommen bei SirWatt. Ich habe für euch heute die Keys to Go von Logitech dabei. Das ist eine Bluetooth-Tastatur für das iPad, die besonders mobil und portabel sein soll. Schauen wir sie uns mal genauer an. So, wir holen sie jetzt mal hier aus der Verpackung raus. Dazu slide ich das einfach ab und es ist kein richtiges erstes Unboxing, denn ich benutze die Tastatur schon seit über einem Monat. Und vorweg gesagt, ich bin überraschend zufrieden mit dieser Tastatur. So, wir kippen sie mal hier raus. Dann darunter haben wir ein Micro-USB-Kabel und eine Anleitung, wie das Ganze verbunden werden kann mit dem iPad und wie das aufgeladen werden kann. Das brauchen wir jetzt aber nicht weiter, sondern wir schauen uns jetzt die Tastatur weiter an. Und hier ist sie, voilà. Die ist extrem dünn, wenn ihr das so seht. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr dünn, deutlich dünner nochmal als das iPad selbst. Ein bisschen dicker als das Cover vom Smart Cover beim iPad, also wirklich dünn. Das Ganze ist hat so eine gummierte Beschichtung hier. Das heißt, das Ganze ist auch flüssigkeitsresistent. Das heißt, wenn ihr hier Wasser rüberschüttet oder einen Kaffee, könnt ihr einfach abwischen, passiert nichts. Finde ich hervorragend, dass das Ganze halbwegs wasserfest ist. Natürlich. Hier auf der rechten Seite habt ihr den Anschluss. Ich versuche hier mal halbwegs den Fokus zu kriegen, so. Und wenn der natürlich nass wird und da Wasser reinläuft, dann habt ihr Pech gehabt. Aber das ist eine sehr kleine Stelle, die man halt vermeiden kann. So, daneben ist der Anschalter, den wollen wir auch gleich mal betätigen. Zack, und das ist so der einzige Kreditpunkt, den ich an dem Ultra Portable Bluetooth Keyboard hier habe. Denn der ist so funzelig, komm her in den Fokus, komm, Fokus, der ist so funzelig, dass ich da wirklich manchmal Probleme habe, mit dem Fingernagel dran zu kommen und das anzumachen. Nichtsdestotrotz ist das schnell gemacht, muss man halt sich ganz kurz darauf konzentrieren und dann kriegt man das auch gut an. Kein großes Problem, aber ein bisschen ja, nervig, hätten sie bestimmt besser machen können. Ansonsten sehr übersichtliches Keyboard. Wir haben ein paar Sondertasten und die zeige ich euch am besten direkt im Anschluss mit dem iPad. Das Ganze ist schon verbunden, das war auch kein Thema und funktioniert wie bei jeder anderen USB oder Quatsch, Bluetooth-Tastatur auch. So, wir haben hier auf der linken Seite als Sondertaste den Home-Button. Wenn ich den zweimal drücke, seht ihr, dann kommt das. Also das funktioniert hervorragend. Wir brauchen aber gar nicht zweimal drücken. Wir haben hier noch eine Taste, wo wir direkt zweimal drücken können. Auch das geht. Wir haben hier die Spotlight-Suchen-Taste. Wir haben hier eine Taste, um die Sprache zu verstellen, wenn eine Tastatur aufgerufen ist. Ist natürlich nicht, zeige ich euch gleich nochmal. Wir haben hier eine Taste, um die Tastatur auf dem iPad hochzuholen, wenn man irgendwelche Sonderzeichen haben möchte, Smileys oder sonst was, die auf der Tastatur halt nicht da sind. Wir haben hier eine Screenshot-Taste, sehr praktisch. Wir haben die Player-Tasten, wir haben Lauter-, Leiser- und Stumm-Taste, wir haben die Bluetooth-Taste, um das Ganze hier zu verbinden. Dann haben wir noch Sondertasten in der Benutzung, die zeige ich euch aber auch gleich. Ich öffne einfach mal ein Schreibprogramm. So, machen wir hier neu, Dokument erstellen, leer, hervorragend. So, und wir können jetzt einfach mal etwas schreiben. Punkt. So, wenn man jetzt zurück möchte, kann man natürlich hier die Pfeiltasten benutzen, denn immer wenn man hier den Finger hochheben muss, ist das ja ein bisschen umständlich. Damit das aber schneller geht, können wir hier auch mit der Funktionstaste die ganzen Wörter markieren. Also wir brauchen nicht hier jeden Buchstaben einzeln markieren, wir haben hier auf den Pfeilen auch nochmal die Möglichkeit, ganze Wörter zu markieren. Dann haben wir hier auch so Tasten, wie wenn ich jetzt ein Wort markiere, zum Beispiel ausschneiden, Funktion X, Funktion C, Funktion V. Wer auf dem iPad schon mal geschrieben hat, der weiß, das kommt, also diese Command X, Command C, Command V Shortcuts, die man vom Rechner kennt, funktionieren hier nicht. Deswegen ist es sehr gut, dass sie hier Funktionstasten dazu gepackt haben, die das dann doch bieten. Wir haben hier die Tastatur, die ich ja schon erwähnt hatte, wo ich die hochlassen kann und hier dann zum Beispiel auf Smileys gehen kann. Und wir können sie natürlich auch wieder genauso gut verschwinden lassen. Na, hier. Okay, können wir nicht. Wieso können wir das nicht?
So, jetzt ist er wieder weg. Ja, doch, geht. Wir können, was können wir noch? Das war es im Grunde, was diese Tastatur Besonderes kann. Wir können leider nicht zwischen mehreren Geräten hin und her schalten, wie das zum Beispiel bei der K760 von Logitech oder der 540 von Logitech der Fall ist. Da kann man ja immer zwischen drei verschiedenen Bluetooth-Geräten hin und her wechseln, durch eine Taste, die man hier oben drückt, oder ein Rädchen an der Seite. Das geht hier leider nicht. Also eine Tastatur für ein iOS-Gerät. Das Tippen ist erstaunlich gut auf dieser Tastatur. Sie ist ja so flach und man denkt, man hat gar keinen richtigen Tiefgang. Aber doch, man drückt die Tasten erstaunlich tief und sie haben einen schönen Widerstand, dass man ordentlich tippen kann. Sie ist halt genau die Breite vom iPad, von da aus ein bisschen schmaler als normale Tastaturen, was bei mir dazu führt, dass ich ab und zu mal hier hinten auf die Kanten haue und die äußeren Tasten nicht richtig treffe. Das ist aber eine Gewöhnungssache und das hat eigentlich jedes Keyboard, was so auf iPad-Größe ist, gemein. Also da lässt sich eigentlich nichts dran sagen. Dafür ist es halt passend auf die Größe geschnitten. Ansonsten kann man noch sagen, komm mal, dass die Tastatur auch wirklich leise beim Tippen ist. Und das ist ein großer Vorteil, finde ich zumindest. Das ist nicht so plastikhaft laut wie bei manch anderer Tastatur, sondern schön leise. Wenn man also irgendwo sitzt, dann stört man die anderen nicht, wenn man hier wild auf die Tasten drauf rumkloppt. Das wird durch diesen Gummiüberzug schön abgedämpft. Akkulaufzeit sollte bei 3 Monaten liegen, laut Logitech. Ich habe bisher nach ungefähr 5 Wochen des ausführlichen Benutzens diese erste Akkuladung, die Logitech halt mitgegeben hat, noch nicht aufgebraucht. Ich habe auch noch kein Anzeichen dafür gesehen, dass es demnächst so sein wird. Also bisher funktioniert sie noch hervorragend, ohne Verzögerung, ohne Aussetzer und ohne dass die Batteriebahnleuchte blinkt. Die haben wir nämlich hier auch. Und von daher kann ich nicht sagen, ob es 3 Monate hält, aber ich kann euch sagen, dass sie auf jeden Fall über einen Monat hält, denn ich vermute mal, dass sie nicht mal komplett aufgeladen war, als ich sie von Logitech bekam, sondern vielleicht so bei 70% stand, wie das bei den meisten Geräten der Fall ist. Ja, so viel zu dieser Tastatur. Wer jetzt Bedenken hat, weil sie ja so schmal ist, dass man die vielleicht leicht zerbrechen kann, ja, man kann sie zerbiegen, bestimmt. Und das ist bestimmt auch ohne große Kraft möglich und kann jeder. Nichtsdestotrotz hat man jetzt nicht das Gefühl, dass man die, huch, ich habe sie zu fest angefasst, jetzt ist sie durchgebrochen. Das nicht, obwohl sie halt so dünn ist. Also, wenn man sie jetzt hier zusammen mit einem iPad nimmt, dann passiert da sowieso nichts mehr. Wenn man sie so zusammen irgendwo wegpackt, dann hat sie ja noch die Stabilität vom iPad dazu. In der Tasche ist das dann kein Problem mehr. Wo die Tastatur nicht so gut geeignet ist, muss ich ganz klar sagen, ist, wenn man sie irgendwie auf dem Schoß hat. Also wenn es nicht ganz eben ist, dann ist das nicht so toll, hier so zu tippen. Ich meine, so geht das sogar auch noch, aber ne, sie liegt halt einfach nur flach irgendwo auf. Im dazu auf den Knien oder so, wo man sonst schon mal tippt, ist das alles nicht so ideal mit diesem kleinen Ding, zumal das iPad halt nochmal woanders dann hingestellt werden muss. Da es ja hier keine, ja, Halterung für das iPad gibt, das würde auch nicht passen zu dieser Tastatur. Ich kann sie nur empfehlen, trotz des nicht gerade niedrigen Preises von ca. 70 €, was sie momentan kostet, denn man kann hervorragend darauf tippen. Man hat ein super leichtes, super portables Gerät und es funktioniert hervorragend mit dem iPad dank der Sondertasten. Also, wer auf dem iPad produktiv sein soll, dem kann ich diese Tastatur nur empfehlen, egal ob er noch eine große zu Hause hat oder nicht. Für unterwegs ist das Ding super und auch zu Hause benutze ich es immer häufiger, denn man hat jetzt nicht ein viel schlechteres Gefühl als mit dem normalen Keyboard, was man von Apple kennt. So, ich hoffe, die Review hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.